Durch die Verlagerung der Industrie von Europa nach Asien gibt es heute sehr viel Brachland in Deutschland. Ein Beispiel dafür ist der stillgelegte Flughafen Tempelhof in Berlin. Wir haben nun vier Modelle, wie man die Fläche nutzen könnte. Ein Safaripark, ein Einkaufszentrum, ein Atomkraftwerk und eine Strafanstalt. Wir sind jetzt hier auf dem Gelände vom Flughafen Tempelhof. Mittlerweile wurde daraus ein Safari-Park gemacht. Und wie man hier sehr schön sieht, gibt es hier auch schöne exotische Tiere, wie Enten. Also hier war einmal die Landebahn und jetzt ist hier nur noch ein riesen fetter Busch mit irgendwelchen Tieren drin. Ich traue mich gar nicht reinzugucken. Ihr könnt euch jetzt mal einen Einblick verschaffen, wie es jetzt aussieht und wie es früher ausgesehen hat. Also ich finde, es hat sich drastisch gesteigert. Ich finde es echt schön hier, wie was aus Tempelhof geworden ist. Ja, nee, nicht der Löwenzahn, sondern mehr ein echter Löwenzahn. Wie kommt der denn hierher? Der Park ist ein großes Ziel für Groß und Klein. Kleine Kinder wollen eher den Safari-Park sehen und die Erwachsenen können sich in der Zwischenzeit hier in dem schönen grünen Park entspannen. Es war eine friedliche Idylle mitten in der Großstadt. Heute steht die größte Einkaufsmetropole Europas. Alles aus feinstem Marmor und Glas und eine Auswahl verschiedenster Geschäfte. Hier gibt es über 500 Einkaufsmöglichkeiten. Trotz umstrittenen Baus ist das Megaprojekt das beliebteste und am meistbesuchte Einkaufscenter Europas. Nicht nur der Wirtschaft wurde geholfen, sondern auch dem Stadtteil Berliner Köln. Was halten Sie von einem Einkaufszentrum am Flughafen Tempelhof? Also jetzt sind wir neugierig, gehen mal gucken, aber ob ich da hingehen würde. Wir haben ja in Berlin derartig viele Center schon. Da erübrigt sich das eigentlich, dass da nun auch noch ein Center entstehen soll. Das ist Geldverschwendung, was da gemacht wird. Aber wir haben ja genug davon, wir haben ja die Taschen alle voll. Eine erneute Entführung einer radikal-muslimischen Terrorgruppe erschien im Internet. Es wird unzählige Opfer geben, wenn sie das Center nicht umgehend abreißen. Hallo und herzlich willkommen hier bei ITV. Wir stehen vor dem neuen Atomkraftwerk in Neubrandenburg, was Sie hier im Hintergrund hinter mir betrachten können. Sie wissen alle, seit längerer Zeit steht der Flughafen Tempelhof in Berlin leer. Viele Bürger hatten Ideen, was man damit anstellen könnte. Und Berlin steckt auch gerade in einer kleinen Energiekrise. Und jetzt kam eine Idee eines Bürgers, dort ein neues Atomkraftwerk zu errichten. Und das würde Berlin natürlich sehr bei der Energiekrise weiterhelfen. Dadurch wurden die Strompreise natürlich extrem reduziert. Natürlich hat es viele Vorteile, aber ebenso viele Nachteile. Zum Beispiel die ganze Ausstrahlung, besonders die Umwohner des Flughafen Tempelhof sind davon betroffen. Kleinste Radioaktivität könnte schon Krebs verursachen. Und außerdem, wo soll der ganze Abfall hin? Das ist hier die Frage. Hiermit verabschiede ich mich und tschüss. Was würden Sie denn davon halten, wenn ein Atomkraftwerk mitten in Berlin gebaut werden würde? Gar nichts. Ein Atomkraftwerk? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nein. Warum nicht? Gar nicht. Also würden Sie gar nicht gut finden? Nicht unterstützen wollen, nein. Nichts. Hier hört nicht in der Großstadt oder hört überhaupt eigentlich nicht, weil die Entsorgung des Mülls ja immer noch das Riesenfragezeichen ist. Wo Sie alle, ich nicht mehr so, aber Sie alle in dem Alter wahrscheinlich mehr Probleme kriegen wie ich. Ich bin jetzt hier in Berlin-Tempelhof. Im Hintergrund sieht man jetzt auch schon, wie das Camp eröffnet wird. Man hört hier eindeutig die Sägengeräusche und alles andere, was dazu gehört. Ich gehe jetzt mal aus dem Weg, dann können Sie sich einen Einblick verschaffen. Hinten sieht man überall schon, wie die ganzen Leute in das Camp geschafft werden, obwohl es noch nicht mal fertig ist. Meiner Meinung nach total überstrapaziert und total ausgelastet. Manfred, was sagen Sie denn zu dem umstrittenen Thema hier im Distrikt? Ich finde es total scheiße, weil wie sollen die ganzen Menschen denn hier überhaupt auf dem Gelände wohnen oder leben? Wenn die Notwendigkeit besteht, dann muss eben was Neues gebaut werden, ob es nun da sein muss, aber andersrum ist das Gelände groß genug, es würde sicherlich auch dort möglich sein. Da gibt es ja genügend Anstalten, wo man Straffällige unterbringen kann, das muss nicht auf dem Flughafen Tempelhof sein. Ja, also ich finde das total furchtbar, weil meine Schwester Christiane F., die wurde hier auch abgeschoben. Und also das kann alles nicht wahr sein. Und die anderen, die da direkt drum wohnen, ich weiß nicht, mir wird es nicht gefallen. Aber Sie denken schon, dass es denn vielleicht als Abschreckung dienen würde?
Glaube ich nicht. Das ist ja fast so wie in den alten Zeiten der DDR, dass wieder Ausgrenzung herrscht. Ich bin ja in dem Jahrgang, wo ich das alles miterlebt habe und wo ich das alles so toll fand. Und habe versucht, da meine Stimme abzugeben, aber wir sind leider nicht da durchgekommen. Und was der Uwe Reit davor hat, finde ich unmöglich. Also ich finde es gar nicht okay. Einige Familienmitglieder wurden von mir auch abgeschoben hier. Und es ist einfach unglaublich, was sie sich dabei denken. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel jetzt die ganzen Anwohner drumherum davon halten würden. Auf keinen Fall. Die müssen weg. Glauben Sie, das würde auch als Abschreckung tun, weil es mittendrin im Kiez ist? Abschreckung würde ich nicht sehen. Ich denke mir mal, wahrscheinlich würden viele Mieter sagen, es mindert die Wohnqualität. But poor people should be together. They should have good time together. It's good that society takes good care of them. CDU-Politiker wollen Integrationsverweigerer bestrafen. Strafen für Integrationsmuffel. In der CDU wird überlegt, wie man Integrationsmuffel bestrafen könnte. Was ist Ihr Favorit? Wählen Sie 090 1234 plus die Endziffer 01 für den Safari-Park, die Endziffer 02 für das Shopping-Center, die Endziffer 03 für das Atomkraftwerk oder die Endziffer 04 für die Strafanstalt.